Hallo meine Mäuse, ich starte heute ein neues Projekt, da ich Resident Evil beendet habe und Mickey Mouse auch auf dem Weg zum Ende ist. Ein altes Spiel für die PlayStation 2, was auf das HD Remake rausgekommen ist. Ein Spiel, was ich super geil fand. Final Fantasy X und X2 auf einer CD. Mit zwei Erweiterungen. Eternal Corn von Final Fantasy X und X2 Last Mission. Ich höre auch gerade, das ist hier das Klick-Klick. Das ist aus dem ganz alten Final Fantasy 9 oder sowas. Ihr müsst, bevor jetzt alle denkt, scheiße, Final Fantasy X, die Vorgänger haben nichts mit diesem Titel zu tun. Klar, es ist dasselbe Kampfsystem, aber sowohl die Charaktere als auch die Welten, das ist alles grundverschieden. Also, es könnte jetzt auch Final Fantasy I im Grunde bedeuten. X2 ist natürlich der Nachfolger von X, aber das sind auch nur die einzigen Teile, also es gibt ganz wenige Teile, die zusammenhängen. 13, 13.2 und 13.3 natürlich auch, aber das war's auch schon. Von Dissidia oder so, jetzt so ein Kack, rede ich jetzt mal nicht. Ja, wie gesagt, neues Projekt, ich hoffe es gefällt euch, mir wird es auf jeden Fall gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich es zu Ende bringen werde, weil wenn ich es zu Ende bringen möchte, dann werde ich es natürlich auf 100% spielen. Ich warte aber erstmal ab, wie das Spiel bei euch ankommt, weil es ist ja nicht jeder ein Final Fantasy Fan, da keine Köpfe rollen oder, naja, es ist halt eher etwas Friedlicheres. Ich beginne doch erstmal, bevor ich hier großartig viel erzähle. Auf die Grafik bin ich sehr gespannt, weil das soll, habe ich irgendwo letztens gelesen, in irgendeiner Fachzeitung, von der Grafik her das beste HD-Remake sein. Man sieht zwar noch, dass es ein PlayStation 2-Spiel ist, aber es soll wirklich von der Grafik her am meisten herausstechen. Könnte natürlich auch daher kommen, dass Final Fantasy X eigentlich so auch eine recht... Also ich habe die Grafik recht gut in Erinnerung. Das ist auch jetzt allerdings etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hatte die Grafik aber doch sehr gut in Erinnerung. Aber abwarten. Einzigste, was ich mir wünsche, dass die Übersetzung verbessert wurde, weil die war in den alten Teilen, ach, in den alten Teilen, im 10. Teil, die war furchtbar. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da waren ein paar Sachen, die wurden wirklich so schlecht übersetzt, dass das an der Story gerückelt hat. Also es waren Stellen in der Story, die haben überhaupt nicht mehr zusammengepasst, wirklich, weil die so einen Unsinn da gemacht haben. Ah, da kommen richtige Gefühle hoch. Sieht zwar alles ein bisschen anders aus hier. Wir haben hier direkt den Datentransfer, das Spiel, Transfer. Das Spiel kommt auch für die PS Vita raus. Ich behaupte mal, hiermit können wir unsere Daten hin und her schicken, also von PS Vita auf PS3 und zurück. Ja, ich möchte zurück im Titelbildschirm. Ist aber erstmal uninteressant. Ich gehe erstmal auf, ja, neues Spiel laden wird noch nicht sein. Auswahl der Charakter. Es gibt das Standard-Schwerobrett und das Profi-Schwerobrett. Man hat hier nicht dieses klassische Level-Up. Level 2 ist, was weiß ich, Kraft ist auf 2 oder Stärke und auf Level 3 ist es dann auf 3 oder sowas. Sondern hier entwickelt man sich, man kriegt bei jedem Level-Up, also ein Level-Up ist ein Zug. Hier ist ein riesengroßes Spielbrett, muss man sich das vorstellen, und man kann pro Level-Up einen Schritt gehen. Auf dem Standard-Spero-Brett, wie der Name schon sagt, geht jeder Charakter seinen Standardweg. Der Dieb erlernt, also auch die Fähigkeiten laufen darüber. Der Dieb erlernt sowas wie die Klauen, ja, das war's auch schon. Der Magier lernt Zauber, der Krieger erlernt Kraftattacken, kriegt natürlich auch mehr Stärke, mehr HP als der Magier, da kriegt der Magier mehr MP. Auf dem Profi-Spero-Brett ist das alles ein bisschen anders, da, ist das alles etwas freier, also man kann als Magier auch ein paar Attacken erlernen, die der Dieb sonst nur erlernen würde, Verstärkungszauber etc. lernt man als Krieger auch recht schnell, hatte ich in Erinnerung. Allerdings hat das Standard-Sphero-Brett 50 Felder mehr. Das ist am Anfang, also wenn man das auf normalen Wege nur durchspielt, ist das nicht so wichtig. Möchte man das aber wirklich auf die 100% bringen, dann braucht man die 50 Bretter. Jetzt aber 50 Felder. Ja, 50 Bretter wäre schön. Deswegen werde ich mich für das Standard-Spiro-Brett entscheiden. Ist natürlich kein Muss, jeder kann das Brett nehmen, was er möchte. Ich kann halt wirklich nur den Standard-Spiro-Brett. Also wenn man auf 100% bringen möchte, ist es schon besser. Jetzt halte ich mal die Schnauze, weil ich diesen geilen Soundtrack zu Summer Camp hören möchte.
Also das Gesicht sieht echt feiner aus. Also doch, also das Gesicht, das ist wirklich viel feiner, das ist viel weicher. Listen to my story. This may be our last chance. Gott sei Dank ist es die Originalstimme. Die beiden erweiterten Missionen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe es nur irgendwann letztens gelesen, dass das was drauf ist, was in Deutschland nie rauskommt, in Europa. Da bin ich auch tierisch drauf gespannt. Der Soundtrack scheint tatsächlich ein wenig verändert zu sein, weil so hip habe ich die Musik nicht mehr drauf. Vor allem ist da noch ein anderes Final Fantasy mit drunter gemischt. War übrigens damals das erste Final Fantasy, was für PS2 rauskam und auch das erste, was wirklich gut aussah. Ja, also es ist, ich weiß auch gar nicht, ob das mein Lieblings-Final Fantasy ist, weil von der Grafik her, vom Spielspaß ist das schon sehr geil, aber die alten, also mit alt meine ich jetzt den siebten Teil, das war der erste, der in Europa rauskam. Die waren halt auch bombastisch, gerade der siebte Teil. Wir nennen uns natürlich Tidus, den Namen werde ich jetzt nicht großartig ändern, das finde ich immer ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, der siebte, der war unheimlich cool, beim achten hat mir nicht so gefallen, da musste man die Zauber drawen, also von Gegnern ziehen. Und der neunte, der war mir irgendwo zu kindlich. Wobei der neunte auch sehr gut war. What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it. Hier müssen wir eben jeden ansprechen. Unsere kleine Fanbase aufbauen. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three? He just had a blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well, you can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Was ein Blitzball ist, wird uns auch direkt gezeigt. Das wollte ich eigentlich gerade erklären, aber
Das sieht man gleich aus dem Kontext. Ach nee, ich bin noch gar nicht da. Das sieht man dann erst später. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jet, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jet all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new... Der eine Karte geht. Ach, scheiße. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Gut, ich bin jetzt auch so auf das falsche auf jeden Fall. Ich hab's ja gar nicht wirklich durchgelesen. Von der Dame hätte ich 2 Tränke bekommen, wenn ich ihr eine Karte gegeben hätte. Aber ich wollte das Gelaber da jetzt nicht, das schöne poetische Gerede nicht wegdrücken und hab jetzt auch so das falsche genommen. Ja, Blitzball wird jetzt auch noch gezeigt. Das ist Fußball im Wasser, wo man komisch drin atmen kann und tausendmal aggressiver, aber... Also die Ladesequenzen sind wirklich häufiger. Aber es geht jetzt auch direkt los. Wir sind quasi der Star, also wir sind der Ronaldo des Blitzballs. Kann man es verstehen. Ach, sieht wirklich besser aus. Ich sag's auch direkt mal, die Band, die da im Hintergrund singt, ist nicht Rammstein. Das wird nämlich oft behauptet, man findet das wieder unter Rammstein bei YouTube, aber es ist nicht Rammstein. Ich weiß gerade nicht, wie die Band heißt. Das werde ich mal in die Beschreibung packen.
fand, der Ball sah sehr komisch aus. Das ist mir vorhin ja aufgefallen. Der sieht aus, als hätte man zwei Kuhäuter aneinander geklebt und die Euter-Dinger abgeschnitten. Okay, der Tag fängt super an, mitten in der Invasion. Kopfschmerzen haben wir anscheinend auch noch. Und wir haben nicht mal Tränke dabei. Weil eigentlich hätten wir zwei Portionen bekommen. Okay, der Soundtrack, der ist wirklich ein bisschen verändert. Der ist so ein bisschen. Ich sag mal, mehr Bass und mehr Ton ist drin. War alles ein bisschen ruhiger damals. It begins. Don't cry. What the? Hey, wait. Also das Laden, das ist echt häufig. Das kam damals gar nicht. Das Kampfsystem, habe ich noch gar nicht gesagt, ist rundenbasiert. Gibt's heutzutage leider kaum noch bei Spielen. Ah, das gerade schon gesehen, die Schrift, alles hat sich doch sehr verändert. Wie es normal in den amerikanischen, japanischen Spielen ist. Gerade konnten wir das Schwert nicht mal halten, jetzt können wir schon mit Sprungangriffen arbeiten. Rechts sehen wir eine, ich glaube, ATB-Leiste heißt die. Dort können wir gucken, wer als nächstes dran ist. Als nächstes wäre Auron dran, dann kommt Monster B, das wäre hier. Und danach ist Titus, also ich wieder dran. So viel dazu. So kann man immer ein bisschen voraus planen, welche Gegner jetzt eher vernichtet werden muss. Hätte ich jetzt Gegner C angegriffen, hätte ich natürlich noch einen Schlag abbekommen. Da ich Gegner B zuerst angegriffen habe, habe ich mir quasi den Treffer gespart. Das ist quasi erstmal noch so ein kleines Tutorial, wo uns alles etwas gezeigt wird. Gut, nur die besiegen, die im Weg stehen. Wir haben ja noch Techs, also technische Angriffe, Kraftbrecher, senkt die Angriffskraft. Ist natürlich nicht verkehrt, allerdings bei den Fischern, die sind noch eingeschlagen. Unwichtig, ich kann es trotzdem mal machen. Sieht jetzt auch nicht sehr spektakulär aus. Würde das viel leben, würde das jetzt ein bisschen weniger abziehen. Hier ist es jetzt scheißegal, wen wir angreifen, da alle als nächstes dran sind. Ich sollte mich aber nur auf die konzentrieren, die vor mir sind. Gut, warum Auron jetzt dran ist, weiß ich nicht. Das ist, denke ich mal, jetzt wegen dem Tutorial.
Oh, ich freue mich gerade echt hier wie ein kleines Kind, ey. Ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Das war für mich mit dem Silent Hill HD Remake das wichtigste Remake überhaupt. Auf Kingdom Hearts habe ich mich auch sehr gefreut. Das Komische ist, das habe ich noch gar nicht gespielt. Aaron hat die Ekstase voll, ja, was bedeutet Ekstase? Wenn die Ekstase die nicht unter der HP-AMP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampf-Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Klingt so ein bisschen erotisch. Zum Auslösen der Ekstase links im Kampf zu drücken, also unten die Anzeige ist nicht die Energie, die hat sich gerade hier auch das Ganze, das hat alles geändert hier, sehr schön, also das haben die echt schön gemacht. Das ist nicht die HP, wie viel Energie ich noch habe, das kann ich nur erraten. Wenn ich jetzt hier auf links mache, kann ich Tradition nennen, das ist weiß mal, fügt allen Gegnern Schaden zu, das werde ich auch direkt mal machen. Ich weiß nicht, welche Tastenkombination eingeben muss, die nicht allzu schwer war. Runter, links, hoch, rechts, L1-30. Vernichten ist sowas wie ein kritischer Treffer. Titus hat das selber, jeder Charakter hat das. Jeder macht natürlich etwas anderes. Wir müssen jetzt quasi um die ganzen Antennen ausschalten. Gravitas ist eine Attacke, die zieht zwar doch eine Menge ab, also so scheint es. Allerdings kann die Attacke uns nicht töten. Die zieht nämlich immer nur 12,5% von unserem jetzigen HP ab. Das heißt, wenn wir auf einem HP sind, zieht uns, glaube ich, nichts mehr ab. Und es dauert halt auch lange, bis wir auf einem HP sind, da uns halt immer nur 12,5% abgezogen werden. Es wird halt auch immer weniger. Hier müssen wir richtig mit X drücken. Boah, das Ding war mir jetzt echt zu langsam. Ja, hier könnte man Kraftbrecher nutzen, allerdings bringt es nichts, weil die 12,5% die bleiben. Das ist so ähnlich wie bei Pokémon bei Garados mit dem Drachen. Dieses Drachenschrei? Nee, Drachenschrei nicht. Da gab es halt auch eine Attacke, die hat immer 40 KP abgezogen. Da war was, egal was, die hat so viel abgezogen. Energietechnisch sind wir jetzt im gelben Bereich, das ist aber kein Problem. Ich heile mich jetzt nicht. Wobei ich eh keine Portion von den netten Damen bekommen habe. Haben wir denn? Ja, wir haben 10 Portionen und 3 Phönixsphären. Phönixsphären kurieren Kampffähigkeit, sprich wenn einer keine HP mehr haben sollte. Ich versuche die ganze Zeit wie bei South Park im richtigen Moment auf X zu drücken, aber das ist unnötig. Ich werde jetzt nochmal Kraftbrecher einsetzen. Ich denke mal, es ist euch aufgefallen, dass es immer weniger Abziehattacke. Weil ich glaube, Kraftbrecher zieht doch ein bisschen mehr HP ab als normaler Angriff. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, 300 sind so abgezogen. Oder? 200 abgezogen. Da, also langsam komme ich in den Bereich, wo es wirklich lächerlich wird mit dem Schaden, der er macht. Und das war es auch schon. Ich gehe mal eben zurück, weil ich glaube, da vorne ist ein Speicherpunkt. Ich werde nämlich jetzt hier auch den ersten Part beenden, werde aber direkt weiterspielen. Das wird kein Weg dran vorbei. Heute kann kommen, was will. Von mir greift Sinn hier an. Ich werde das Spiel weiterspielen. Level 1 Speicherspielgebiet für Reisen. Sie können die Reise in Spirin mit diesen speichern, aber werden die HP-Amp ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefüllt. Das heißt, auch wenn man nicht speichern möchte, immer diese Dinge anklicken, weil die halt auch die kompletten HP und MP füllen. Ich werde jetzt aber direkt mal speichern. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Wir sehen uns.